Ismail Habash, 32 Jahre alt, stammt aus Syrien. In seinem ersten Lebensjahr erkrankte er an Kinderlähmung. Seitdem ist er schwer behindert. 2015 kam Habash nach Deutschland, lernte sehr schnell Deutsch sprechen und engagierte sich in einer evangelischen Kirchengemeinde. Seit 2 Jahren arbeitet er in einer Werkstatt für orthopädisches Schuhwerk im hessischen Dillenburg. Ja, als Handwerkskammer Wiesbaden beschäftigen wir uns jetzt schon seit 2014 sehr stark mit dem Thema Inklusion. Wir hatten uns in dieser Zeit an einem bundesweiten Inklusionsprojekt beteiligt und hatten auch während im Laufe der Projektphase hatten wir einige schöne Erfolge, bei denen wir Menschen mit Beeinträchtigungen und Handwerksbetriebe zusammenbringen konnten. Wir haben hier mit dem Matthias Hartmann mit der Firma Orthopädie, Technik und Sport GmbH natürlich ein wunderbares Beispiel, wie Integration, wie Inklusion gelingen kann. Und da wünschen wir uns natürlich auch, dass das eine gewisse Vorbildfunktion hat für andere Betriebe. Die Handwerkskammer versteht sich als Lotse bei der Inklusion und hat alle Partner an einen Tisch gebracht, darunter das Jobcenter, die Diakonie und das Integrationsamt. Ein eindrucksvolles Beispiel, wie Inklusion gelingen kann. Von Inklusion profitieren alle. Der Ismail Habash hat durchaus auch eine Lücke geschlossen in gewissen Arbeitsbereichen, die wir vorher halt nicht abdecken konnten. Und von daher freuen wir uns, dass wir den Ismail für unser Unternehmen gewinnen konnten. Ein absoluter positiver Beigeschmack, den wir noch dabei hatten, es ist so, dass wir halt in dem Unternehmen auch gemerkt haben, dass die Mitarbeiter angetan davon waren, dass wir uns sozial engagiert haben. Man muss dazu noch sagen, dass der Ismail Habash nicht nur als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, er hat aber auch ein Handicap. Das heißt, er hat das Problem, dass er eine körperliche Behinderung hat und gleichzeitig aber auch Analphabet ist, was für uns die größte Herausforderung war im Unternehmen. Das heißt, wir mussten ja auch die Arbeitsanweisungen konnten wir nicht schriftlich mitteilen, sondern wir müssen alles mündlich mitteilen und auch zeigen. Das heißt, wir haben während des Praktikums schon die Leute befragt und mit ins Boot geholt und natürlich auch vor der Festeinstellung. Nicht nur, dass der Ismail froh ist, dass er einen Job hat oder dass wir einen Job besetzt haben, sondern die anderen Kollegen müssen natürlich auch die Erleichterung sehen, die eventuell dann irgendwann kommt. Und die müssen auch wissen, dass sie am Anfang mehr Aufwand betreiben müssen, um jemanden mit diesem Handicap auch zu beschäftigen. Seit 5 Jahren bin ich hier in Deutschland. Ich habe einen Nachbarn, er arbeitet so in evangelischen Kirchen und hat verschiedene Arbeiten wie Amt und so weiter. Und habe ich schon gefragt, wen kannst du für mich helfen, das suchen, Job und so weiter. Und er hat gesagt, okay, wir schauen nach und ich sage dir Bescheid. Und danach hat mit Herrn Hartmann gesprochen, habe ich schon Praktikum gemacht. Und nach dem Praktikum habe ich Festarbeit 2 Jahre habe ich schon gehabt. Das ist ein sehr netter Kollege, ein sehr netter Chef, für mich sehr schön. Der VDK setzt sich für mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ein und arbeitet mit Institutionen wie der Handwerkskammer Wiesbaden zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. Erfolgsgeschichten wie die von Ismail Habash sind immer noch viel zu selten. 40.000 Betriebe in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern beschäftigen keine Menschen mit Behinderungen, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Der Ismail, der macht bei uns hauptsächlich arbeitsvorbereitende Schritte. Das sind Normalarbeiten, die auch von einem Gesellen bei uns gemacht wurden vorher. Und die hat er 1:1 jetzt alle übernommen, die Schritte, und kann die auch selbstständig alle abarbeiten. Gerade im Sicherheitsschuh, das ist ja so ein Steckenpferd von uns, muss man halt auf viele Sachen achten. Bestimmte Klebstoffe, Trockenzeiten, wie man etwas verarbeitet und auch wie man etwas schleift. Und das setzt er sehr, sehr gewissenhaft und gut um und liefert eine sehr gute Qualität danach. Der VDK fordert unter anderem bei der Arbeitsvermittlung mehr qualifizierte Berater einzusetzen, die Unternehmen und Arbeitssuchende mit Behinderungen zusammenbringen. Arbeit ist Teilhabe. Inklusion macht unsere Gesellschaft lebenswerter und gerechter. Ich kenne nicht alle, komplett selber kenne ich nicht, aber zum Beispiel ist mein Beruf in Syrien, habe schon ganz viel genäht, aber nicht auf der Maschine, aber ich habe so ein bisschen so, ich weiß genau, was man kann nähen und so weiter. Aber die Leistenschleife und so weiter, das erste Mal habe ich hier gelernt, das habe ich in meiner Heimat habe ich gar nicht gemacht. Wobei ich auch sagen muss, dass wir natürlich mit dem Thema Inklusion im Hinblick auf Ausbildung und Beschäftigung nicht das Fachkräfteproblem lösen können. Aber wir haben die
Erfahrung gemacht, dass wir durchaus einzelne Lücken, die entstanden sind, für alle Beteiligten gewinnbringend füllen können.